Es gibt da draußen eine wunderbare Pflanze, die einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten könnte, die Tiere unterstützt und zusätzlich noch all unsere Probleme oder sehr viele Probleme von uns lösen könnte, wenn wir es möchten. Problem der Sache ist, dass diese Pflanze auch eher einen schlechten Ruf bei uns in der Gesellschaft hat, weil man sie für mehrere Zwecke nutzen kann und die meisten nur den einen Aspekt im Auge bzw. im Kopf haben. Und das geht dann darum, in die Richtung, dass man sich mit dieser Pflanze berauschen bzw. diese auch rauchen kann. Und ich werde dann im Folgenden auch manchmal auch Brokkoli dazu sagen, um halt hier keine Probleme auf dieses Video zu bekommen. Ist hier ein Synonym. Allerdings ist es halt nur ein Teil, was diese Pflanze leisten kann. Ich würde auch so nur sagen, ein kleiner Teil, weil diese Pflanze sehr viele verschiedene Sorten hat und diese zum sich berauschen und auch zum Rauchen, sind wenige Sorten, machen glaube ich ungefähr 10% aus, und diese Sorten sind auch nochmal zusätzlich überzüchtet, damit dieser Gehalt, der diesen Rausch verursacht, nochmal zusätzlich erhöht wird. Und die anderen 90%, sage ich mal, haben einen sehr wertvollen Nutzen in sehr vielen verschiedenen Lebensbereichen. Und die haben auch schon seit 1996 zum Beispiel auch Äcker oder auf Feldern anbauen darf. Natürlich auch mit sehr strikten und strengen Verordnungen, wo halt genau geschaut wird, was da gemacht wird. Dann fangen wir gleich mit der Faserherstellung an. Hier hat man zum Beispiel für die Schiffsfahrt Seile und Stricke hergestellt. Und das Besondere halt dabei ist, dass halt die Fasern sehr reißfest und widerstandsfähig und langlebig sind, was halt sehr besonders ist von dieser Pflanze, wodurch es sich zum Beispiel besonders eignet, dadurch diese Stricke halt herzustellen. Aber auch andererseits kann man das nutzen, um Kleidung herzustellen. Und diese Kleidung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie halt reißfest ist, dass sie sehr schnell Feuchtigkeit aufnehmen kann, sogar dreimal mehr als Baumwolle, aber auch zusätzlich nochmal schneller abtrocknet, was auch ein sehr großer Vorteil ist. Und zugleich ist die Pflanze ja auch sehr widerstandsfähig, und im Vergleich zu Baumwolle muss man nicht so viel Chemie draufsetzen, weil die Pflanze sich selbst schützt. Ist eine Wildpflanze, die ist auch hier frei wild gewachsen, bis dann die Propaganda dann eingestiegen ist und man halt ja die Leute gegen diese Pflanze aufgehetzt hat, dass man sie rausreißen soll. Aber man muss bei ihr gar nichts machen. Der Anbau ist recht simpel. Das heißt, dieser Aspekt der Chemie, die zum Beispiel bei den konventionellen Baumwollfeldern genutzt wird, fällt da beispielsweise weg. Und man muss auch für die Baumwollfelder sehr viel Wasser nutzen, was auch bei diesem Anbau zum Beispiel wegfällt. Auch zur Papierherstellung eignet sich Brokkoli, und die Vorteile von diesem Papier bzw. die Qualitäten gegenüber der anderen Variante zum Holz ist, dass es langlebiger und reißfester ist und zusätzlich, dass Brokkoli nur 3% Lignin hat, während Holz 25% hat, muss man da auch viel weniger Chemie einsetzen, um das halt zum Beispiel rauszufiltern. Und die Pflanze wächst auch viel schneller und erreicht auch eine Wuchshöhe von 4 bis 6 Meter, was auch sehr enorm ist. Und das heißt, man bekommt halt hier eine gute Masse, Wuchshöhe, man kann hier sehr viel Papier auf einmal herstellen. Dann widmen wir uns dem Baubereich. Nutzhanf kann auch dafür genutzt werden, dass man ein Haus aus natürlichen Rohstoffen herstellen kann. Es wird neuerdings wieder, kommt sehr langsam in den Trend, dass man halt zum Beispiel Dämmungen aus Hanf herstellt. Es gibt ein paar Unternehmen aus Österreich, die das halt machen, und auch wieder die Vorteile: atmungsaktiv, kann gut Feuchtigkeit aufsammeln und ist auch dementsprechend reißfest. Also die ganzen Qualitäten, wie man die halt bei der Kleidungsherstellung auch hat, genauso wie bei beim Papier zum Beispiel. Und hier auch das Interessante: im Mittelalter hat man schon mit Lehm und Hanf zusammen gearbeitet, hat man den Hanf mit dem Lehm zusammen gemischt, um hier halt bessere Häuser zum Beispiel herzustellen. Und Vorteil dabei ist, wenn man wieder Richtung zurück zur Naturbaustoffen gehen, wo halt uns halt Hanf auch helfen kann, man tut halt neuerdings so eine neue Mischung halt aus den Fasern mitmachen, wo man halt Kalk, glaube ich, so ein als Bindemittel nutzt und hier wieder so ein Gemisch bekommt, was halt genauso hart ist wie zum Beispiel spezieller Beton bzw. auch Holz, genauso fest und stark und kräftig wie diese Baustoffe. Also kann man auch hier solide bauen. Vorteil dabei ist halt, dass wenn man jetzt dieses Haus abreißen würde, dann könnte man es gut umweltschonend entsorgen, könnte man zum Beispiel verkompostieren, und das ist halt das Problem an neueren Häusern, wie zum Beispiel bei mir hier im Wohngebiet oder auch überall anders in Deutschland, werden ja diese Fertighäuser gebaut, die komplett aus Chemie und
Industrie und alles Mögliche hergestellt werden. Das sind meines Erachtens nach dann nur noch reif für den Sondermüll. Das ist so viel Chemie und alles Mögliche drin und das ist auch ein Riesenproblem. Von daher, wenn man da diese Pflanze kann man auch nutzen, um wieder halt natürliche Häuser zu bauen, die halt wieder in den Kreislauf mit integriert werden könnten, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Auch seit 1996 hat Nutzhanf in der Automobilbranche wieder Fuß gefasst. Zuvor war es zum Beispiel 1941, dass Henry Ford das Hanfauto gebaut hat, was halt überwiegend aus Hanf bestand und auch hier aus Hanftreibstoff zum Beispiel betrieben worden ist. Und jetzt geht man auch dann langsam wieder hin, dass man verschiedene Innenauskleidungen und spezielle Teile wieder aus Hanf baut und auch hier wieder diese Vorteile, wie ich es halt vorher genannt habe. Und zusätzlich ist halt noch so, dass diese Baustoffe im Innenbereich halt auch für eine Abrundung sorgen. Das heißt, dass es keine so eckigen und scharfen Kanten sind und da die Verletzungsgefahr zum Beispiel minimiert wird. Und man arbeitet auch daran, Erdöl bzw. Erdölersatzquellen für herzustellen. Und das wird ja momentan gemacht mit dem Rapsöl. Da wird ja auch mit einem speziellen Verfahren aus den Samen dieses Öl gewonnen und das hat dann als Treibstoff genutzt. Das gleiche kann man auch mit Hanf machen. Hat man ja früher gemacht, wie mit dem Beispiel von Henry Ford, dass er dieses Auto da für sich gebaut hat. Vorteil vom Nutzhanf gegenüber dem Raps ist einfach die einfache Anbaumethode. Da werde ich auch später noch gleich dazu kommen, weil das für mich der wichtigste Punkt von allen ist. Vorteile vom Hanftreibstoff sind zum Beispiel die geringe Entflammbarkeit, dass er CO2-neutral verbrennt und auch weniger Abgase und Schmutz, sage ich mal, in unsere Umwelt rausbläst, also weniger schädliche Schwefelverbindungen und weniger Ruß, die halt eventuell unser Grundwasser und auch unsere Böden mit verseuchen können. Dann kommen wir zu dem wichtigsten Punkt von allen und zwar ist es die Wiederaufbereitung von unseren Böden. Also Hanf ist wirklich eine wunderbare Pflanze, wurde zum Beispiel in Tschernobyl als eine der Pionierpflanzen genutzt, um gegen die Radioaktivität, die dort vorherrscht, vorzugehen. Da hat man zuerst Mais angebaut, dann Sonnenblumen und dann auch Nutzhanf dann danach gelegt, weil der Nutzhanf auch Schwermetalle und andere Gifte aus dem Boden rausnimmt, die halt in der Pflanze mit bestimmten Prozessen umwandelt und so die Gifte unschädlich macht. Ein sehr wichtiger und guter Vorteil, vor allem weil die Pflanze auf kargen und ausgelaugten Böden auch wachsen kann. In Italien macht man das zum Beispiel, dass man hier italienische Bauern auf ihren Äckern und Feldern Hanf als, sagen wir mal, Fruchtfolgepflanze nutzen, um halt ihre Böden wieder aufzubereiten, weil sie, wie gesagt, karge Böden, auch auf verdichteten Böden kann sie sehr gut wachsen, weil sie halt Wurzeln bildet, die das aufbrechen. Dann haltet sie auch hier dementsprechend den Boden fest, verhindert hier die Erosion und die Pflanze zeichnet sich auch mit einem sehr schnellen und flotten Wachstum aus. Also die Pflanze wird auch 4 bis 6 Meter groß, die speziellen Sorten dafür. Das heißt, sie bildet sehr viel Biomasse, die man, wenn man das auf dem Feld rauslässt als Mulch, wird es auch sehr schnell umgesetzt. Das heißt, die Regenwürmer und die Bakterien haben auch hier wieder gut zu arbeiten. Und auch ein weiterer Vorteil für unsere Tiere da draußen, für Mäuse und Hasen zum Beispiel, bietet es auch einen speziellen Unterschlupf. Und Bienen, auch Wildbienen besonders, schätzen die Pflanze sehr. Ich weiß jetzt nicht ganz genau warum, wegen dem Düfte eventuell, aber die mögen auch die Pflanze. Also kann man hier wieder einen Beitrag für die Artenvielfalt und für die Insekten mit dieser Pflanze leisten. Natürlich nochmal zu erwähnen, dass halt die Pflanze sehr einfach anzubauen ist. Wie gesagt, wegen ihren Düften, Harzen und ätherische Öl, die da mit dabei sind, schützt die Pflanze sich selber. Sie ist sehr wuchsfreudig und das heißt, dass sie kaum Schädlingsbefall oder sonst irgendwas hat. Die Pflanze einfach wachsen will und deshalb muss man auch da keine Chemiekeule draufschmeißen, um die Pflanze zu schützen. Auch zur Nahrungsmittelherstellung wird Hanf genutzt. Einerseits Hanfsamen zum Soverzehren, super Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6, auch gutes Aminosäurenverhältnisse. Kann ich nur empfehlen, wenn man hier einen Übergang zur schleimfreien Heilkost bzw. zur Rohkost auch machen möchte. Habe ich am Anfang auch genutzt, ist wirklich super, so ein bisschen nebenbei so ein paar Hanfsamen mit in Salat zu kippen, ist ein bisschen nussig und knackig. Und sonst werden auch Hanföle zum Beispiel mit hergestellt. Also jetzt zum Schluss mein Fazit zu der Pflanze. Also ich finde die Pflanze wunderbar, aber nicht in dem Aspekt, sich zu berauschen oder die auch zu rauchen, wie die meisten es halt so sehen, was man mit dieser Pflanze machen kann, sondern ich sehe es mehr in dem Aspekt zur Permakultur, um halt wieder einen Beitrag für die Tiere, für die Insekten und für die Natur im Allgemeinen zu machen, um auch unsere Böden wieder aufzuforsten, um wieder halt hier
gesundes und gutes Obst und Gemüse für uns anzubauen und natürlich auch wieder hier Lebensräume für Tiere zu schaffen. Und das kann man mit dieser Pflanze sehr gut, weil sie jetzt diese besonderen Eigenschaften haben. Und man kann auch hier sehr viele Probleme, die wir halt momentan haben, auch zur Energieherstellung lösen, um halt, dass wir zum Beispiel in Deutschland energieautark werden, weil hier schreien ja immer alle, wir sollen ja unabhängig von Katar mit Öl oder Saudi-Arabien oder Gas aus Russland sowas. Und diese Pflanze würden uns eventuell hier ein paar Möglichkeiten und Optionen geben, dass man das machen könnte oder auch Kleidung herstellen, dass man das jetzt nicht unbedingt aus Sklavenarbeit in Bangladesch macht. Also man hat mit dieser Pflanze sehr gute Bedingungen. Wie gesagt, es war hier eine Pflanze, die wild gewachsen ist, hier bei uns auch in dieser Klimazone, und sie ist auch an unser Klima angepasst. Und ich finde es halt einfach nur schade, dass halt diese wunderbare Pflanze auch mit ihren Vorteilen dafür genutzt wird, zum Argumentieren, dass man letztlich das Cannabis zum Beispiel legalisiert, was ich halt diese Diskussion auch irreführend finde. Ich persönlich halte nichts davon. Wie gesagt, wenn man mich schon länger verfolgt, auch mit schleimfreien Heilkost und Gesundheit, ist es für mich nur eine Symptombehandlung. Das Zeug zu rauchen ist ein Hilfsmittel, aber langfristig muss man seine Ernährung umstellen, mehr Bewegung machen, sein Mindset ändern, Meditation, und das heißt an die Ursache rangehen. Und das ist halt keine Ursachenlösung für mich, sondern wieder nur eine Symptombehandlung. Und wie gesagt, angebaut darf sie ja werden seit 1996 mit sehr strengen Auflagen. Und ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, welche Vorteile diese Pflanze mit sich bringt und warum ich sie halt auch so wertschätze. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Gerne liken, teilen und abonnieren, auch kommentieren. Einfach für den Algorithmus, dass meine Videos weiter verbreitet werden und vorgeschlagen werden. Hilft mir sehr und unterstützt auch meinen Kanal, damit ich hier die Heidenarbeit von euch als Dankeschön wieder zurückbekomme, damit ich auch sehe, dass ihr meine Videos feiert, mögt und dass ich halt auch weiterhin die Motivation habe, weiter Videos für euch zu machen. Wie gesagt, steckt eine Heidenarbeit drin. Gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Permakulturprojekt Peace. Auch hier meine Kurse zur schleimfreien Heilkost, Gesundheit, Rohkost anschauen. Permakulturkurse biete ich auch an. Meine Coachings kann man mich auch gerne buchen, wenn man möchte. Ich gebe euch Tipps und Tricks, wie ihr halt auch einen Permakulturgarten zum Beispiel anlegt. Hier auch meine Saatgutliste findet ihr alles auf meiner Webseite. Unten die Links auch alles verlinkt. Schaut auch gerne mal dort vorbei. Und wer mich auch finanziell unterstützen möchte, kann das auch gerne tun. Links sind auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.